20 Minutes Till Dawn. Mit Shana und der Armbrust. Eine ganz kurze Sache. Ja, also was ich sagen muss, ich habe das, das ist jetzt, ich mache den Run seit 2 Stunden. Einmal lief es super, dann begann ein sehr heftiges Gewitter und ich musste leider aufhören. Und jetzt schaffe ich es nicht mehr an dem dashenden Boss vorbei, seit 2 Stunden oder beziehungsweise irgendwie nach 1 Stunde hatte ich dann den Super Run. Dann kam das Gewitter und hat alles ruiniert. Und ja. Und jetzt, ja, was soll ich sagen? Oh ja, Frost, fangen wir direkt an. Jetzt bin ich denn, seitdem das Gewitter vorbei ist und es leider nicht abgekühlt, es ist immer noch so scheiße warm hier. Ja, jetzt darf ich hier mich weiter abquälen und langsam, ich bin frustriert. Wenn ich überlege, dass ich diese Armbrust 3-mal machen muss, hier wird schlecht. Gut, ich würde sie nicht mit Shana machen. Ich glaube, ich würde einen Run mit der machen, die, ich glaube Lilith war das, die mit den, oh ja, hier, da mache ich die Gaschuss. Die Geister beschwört beim Töten eines Gegners, weil wir töten viele, dann schön viele Geister. Und womit ich den dritten Run mache, keine Ahnung. Aber jetzt erstmal müssen wir den ersten schaffen. Und bei dem ersten wollte ich Shana machen zum Rerollen. Weil das erleichtert es mir schon, anstatt Crap mitzunehmen, kann ich mich ein bisschen mehr darauf konzentrieren, was ich auch will. Okay, jo, wir nehmen Frostbeulen mit. Ja, der dashende Boss, der macht es mir halt nicht einfach. So, jetzt ist auch die Frage. Großen, mächtigen Schuss würde ich gerne behalten, wenn wir ihn beim ersten... Wenn wir beim ersten Elite-Gegner nicht die Möglichkeit bekommen, einen Dreier-Boni auszuwählen, dann nehmen wir den mächtigen Schuss so mit. Wenn wir den Dreier-Boni auswählen können, dann versuche ich zu rerollen, dass wir den mächtigen Schuss kriegen. Aber auch sowas wie Waffenbeherrschung oder so wäre als Dreier-Boni eigentlich cool. Oh mein Gott. War knapp. Schnelleres Nachladen. Was brauchen wir für die Synergie Waffenbeherrschung? Bewaffnet und bereit, mächtiger Schuss, Schnellfeuer. Weiß gar nicht, ist das der mächtige Schuss? Bewaffnet und bereit haben wir noch nicht. Aber wir brauchen auch Schnellfeuer. Ich hab aber, mir ist schon aufgefallen, das hat mich aufgeregt in den ganzen Wand. Die Hitboxen sind weird. Wenn wir uns bewegen zumindest, wenn wir laufen und so. Ich habe keine Ahnung genau, wie die Hitbox liegt. Das hat mich schon so ein bisschen häufiger mal meinen Tod gekostet. Ja, Splitter nehmen wir mit. Das hat mir schon geholfen in anderen Runs. Mein Gott, ey, ich bin auch salty im Moment. Es ist so warm. Mir läuft die Suppe einfach so runter. Und dann halt noch die Armbrust. Bewaffnet und bereit, wunderbar. Und jetzt hat der nicht klicken wollen. Der hat einfach nicht reagieren wollen. Oh. Das hat man manchmal, dass man nach einem Item auswählen will, der einfach nicht klicken. Jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt haben wir ein Leben. So, jetzt sammeln wir erstmal hier ein bisschen Erfahrung auf. Ist das der mächtige Schuss? Ne, das ist der große Schuss. Okay. Neu würfeln und Schnellfeuer. Jetzt können wir... Ab jetzt können wir Waffenbeherrschung kriegen. Verdreifacht den nächsten Effekt. Okay, Waffenbeherrschung oder großer Schuss.
können wir jetzt bekommen. So, dreimal Waffenbeherrschung. Jetzt müssen wir noch unsere Leben wieder hochpushen. Jetzt sind Lebensupgrades nicht schlecht. Seelenherzen. Oder ich nehme auch Max Leben oder so ein Scheiß. Komm schon. Nope. Seelenschild. Dass wir es jetzt so ein bisschen spammen können, ist ein Vorteil. Ich habe aber trotzdem Angst vor dem Boss. Riskieren? Scheiße. Nein, 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 nein. Was hat mich denn da jetzt getroffen? X hiervon. Fuck. Bitte irgendwas mit Leben. Nein. Nein. Oh Gott, ich hätte den mit 4 Leben und dafür kein Ausweichen oder so genommen. Nein, 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 nein. Wir können gar nichts nehmen. Das heißt, ich muss jetzt sowas von gut spielen. Okay, wir haben ein Leben dazu bekommen. Okay, wir haben eine Chance. Wir haben eine gewisse kleine Chance. Wir gehen jetzt hier aber nicht auf Leben gehen. Ich glaube, Laufen und Schießen ist nicht verkehrt. Wir brauchen sowas wie die Sense. Ich glaube, ich sollte doch die Sense noch mitnehmen. Oh Mann, ist das stressig. Das ist sogar gleich das, was ich will. Ne, wir nehmen den großen Schuss mit. Und wir haben ein Herz bekommen. Okay, jetzt haben wir... Ich sollte aber nicht so schnell aufladen. Ich sollte doch ganz entspannt jetzt versuchen, auf die Sense zu kommen. Ich glaube, das wäre das Sinnvollste. Okay, wir nehmen auch den Doppelschuss erstmal mit. Wir machen etwas weniger Grunddamage, aber hey. Das kommt gut so klar, glaube ich. Wir kommen gut so durch. Fächerfeuern ist useless. Okay, und da ist die Sense. Einfach nur schon mal so ein bisschen Schutz um uns herum zu haben. Falls nämlich die größeren Gruppen kommen. Aber ich sollte auf jeden Fall auf Beschwörungsschaden noch gehen.
Einfach nur, um auf sicher, nur mal sicher zu gehen, dass die Sense uns auch nicht im Stich lässt, wenn es wichtig ist, weil die Gegner uns sonst reindrückt. Und danach, wenn wir ein bisschen Beschwörungsdamage haben, kann ich mich auch wieder darauf konzentrieren, die Armbrust voll aufzuladen. Aber erstmal schießen wir nach hinten, weil sonst ist hier nichts dabei. Oh doch, da ein Leben, wunderbar. So. Wir haben auch bald Level 20 erreicht, dann können wir unsere Evolution, unsere Waffenevolution aussuchen. Oh mein Gott, das war knapp. Ja, Fluch ist scheiße. Abprallende Kugeln erstmal auch nicht. Ja, dann macht die Sense etwas schneller. Oh Mann, ey. Der One. Ich hatte einen guten. Zwar keine dreimal Waffenbeherrschung, aber. Okay. Wir haben den Quantum Bolzen. Wenn ihre Kugeln den Rand des Bildschirms erreichen, werden sie zum gegenüberliegenden Ende geworfen. Ist eigentlich geil. Schnellladung. Ihre Armbrust lädt viel schneller. Oder Windbolzen. Bewegungsgeschwindigkeit plus 25, Laufgeschwindigkeit plus 100. Der Schaden eurer Kugeln wird durch Boni auf eure Bewegungsgeschwindigkeit erhöht. Und ihr könnt euch vorstellen, Quantum Bolzen ist eigentlich geil. Und Windbolzen auch. Aber dann wäre ich am Anfang auf Wind gegangen. Wir nehmen den Schnellladung. Und jetzt können wir relativ schnell, relativ hohen Damage raushauen. Und durch die dreifache Waffenwerfung haben wir sogar 6 Schuss. Deswegen wir ohne Nachladen ziemlich schnell ziemlich viel Schaden anrichten können. Jetzt noch das Gewehrfächern. Ich weiß, Gewehrfächern reduziert unseren Damage drastisch. Aber auch erhöht immerhin auch unseren Bereich, an dem wir Damage verursachen an sich. Weil mehr Pfeile. Oder in dem Falle Bolzen, sind ja keine Pfeile durchfliegen. Gewehrfeuer. Ja, jetzt schön die 3 Bolzen einfach durch die großen Mengen jagen. Wait, das sind 4, oder? Wir sind nur 3, okay. Auf jeden Fall, es müsste jetzt erstmal reichen für den Anfang. Aus wie 4. Na egal. Laufen und Schießen ist irrelevant. Das ist alles gerade irrelevant. Scheiße, wir hätten es mitnehmen sollen. Was auf deiner Seite? Ich hatte Hoffnung, dass wir, ich weiß gar nicht mehr, was das ist, was den Beschwörungsschaden erhöht. Aber ich würde die Sense halt auch gerne noch ein bisschen stärker machen. Ja, aber der One ist jetzt auch nicht schwach, würde ich sagen. Ich glaube, wir haben eine Chance, den nächsten Boss zu besiegen. Ich weiß aber nicht, ob wir den besiegt bekommen. Während seiner einminütigen Arena-Zeit. Ich denke, wir werden ihn zeitgleich mit dem Drachen bekämpfen müssen. Und genau das wird das Problem sein. Drachenwirrwarr. Ich habe keine Ahnung, was das ist, Leute. Und da dieses Spiel nicht sehr aktiv geguckt wird. Ja, prallende Geschosse. Beziehungsweise das Projekt wird relativ okay geguckt, aber es werden keine Kommentare hinterlassen. Deswegen kann ich nicht viel dazu sagen, was das ist, weil es mir niemand sagt. Vielleicht weiß es auch einfach niemand. Ich weiß auch gar nicht, ob die abprallen können. Ich hatte ersten Run, da hatte ich nur einen Doppelfall und ja, die konnten abprallen. Ja, kaum will ich mich konzentrieren auf den Boss. Ja gut, wir können ja aufladen und relativ schnell angreifen. Oh, es ist
warm gerade. Und das trotz Ventilator. Kugel. Und wir haben ihn. Bitte XP. Okay, wir nehmen auch den Heiligenschein wohl. Jetzt X, ja gut. XP bringt uns am Ende aber genauso wenig wie der Heiligenschein. Also der Heiligenschein ist jetzt wahrscheinlich doch die bessere Wahl. Dann werden wir zwar nicht so ein hohes Level erreichen, aber wenn wir jetzt den Heiligenschein zügig zu... Raserei ist nicht das, was ich möchte. Machen wir laufen und schießen. Ja, jetzt den Heiligenschein. Ich weiß gerade nicht. Der macht ziemlich gute Boni, glaube ich, auf Angriffsgeschwindigkeit. Und Feuerrate. Also Feuerrate und Nachladegeschwindigkeit, oder? Ich bin gerade tatsächlich nicht mehr sicher. Also der Halo da. Heiligenschein, ja. Das Herz brauchen wir nicht. Glaube ich zumindest, dass der Angriff... Er macht auch Sichtweite, das weiß ich. Sichtweite, 100 Pro. Da haben wir den ersten. Aber ich will mal ganz kurz. Was macht Waffenbeherrschung? Schaden, Feuerrate, Nachlad. Ja, eigentlich ist Waffenbeherrschung ziemlich optimal gewesen für uns als Triple-Dings. So, wir haben den ersten Heiligenschein-Fragment. Das heißt, ich hoffe mal, wir kriegen auch den zweiten und dritten relativ schnell. Oh mein Gott, die Gegner. Wir müssen jetzt hier ganz entspannt durch. Oh mein Gott, der nächste Boss kommt aber schon gleich. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob wir den gut bekommen. Der nächste Boss macht mich immer nervös, weil der so ein Nahkampfboss ist. Okay. Wir wollen einmal in der Hoffnung auf den Heiligenschein. Natürlich kriegen wir das nicht, aber das hier ist effektiv, falls wir von zu vielen Gegnern überrannt werden. Hilft zwar nicht gegen normale Bosse, aber kann uns mal eben den gesamten Bildschirm von, wenn wir Pech, wenn wir Glück haben, von allen Gegnern freimachen. Also eine Runde kein Heiligenschein einleveln. Das ist mal blöd. Am liebsten bekomme ich dreimal hintereinander direkt den Heiligenschein. Gut. Dann lass den Boss mal kommen. Und das ist mir schon zu nah am Rand. Wir müssen etwas... lagern. So, hier ist in Ordnung. Ich glaube nicht, dass wir den Down kriegen während der letzten 20 Sekunden. Das ist ja so ein sehr tankiger Boss und mit den ganzen Fernkämpfern und Sprengdingern hier. Mein Gott, da wollte ich doch gar nicht reinlaufen. Das klappt ja wunderbar. Jetzt haben wir schon alle Soul Hearts verloren. Und da kommt der Wyvern. Au.
Ich glaube, ich sterbe. Okay. Wir gehen auf Ausweichen, weil wir das noch können. Okay, das sieht sehr eng aus. Da unten ist ein Herz. Das würde ich gerne auch haben. Wunderbar. Okay. Boss 1 down. Elite-Gegner bleibt noch dort. Okay, nein. Nein. Ach, Ladegeschwindigkeit ist wichtig. Selbst ist die Sache, wir haben ja am Ende des Runs noch einen Elite, einen Extra-Boss, der auch mal zu zweit oder zu dritt auftauchen kann. Und ich habe immer noch keine Ahnung, was die Kriterien sind, wenn er zu zweit, zu dritt oder alleine auftaucht. Und genau deswegen bin ich ein bisschen in Sorge, dass er uns fertig machen könnte, wenn er mehr als einer ist. Ja, komm. Oh, kleine Verschnaufspause für mehr Erfahrung. Okay, komm. Holen wir uns den letzten, absolut vorhandenen letzten Fragment für unseren Heiligenschein, den wir natürlich, wie erwartet, nicht bekommen haben. Wie erwartet, nicht bekommen haben. Was ist das für ein Pech, ey? Wo ist denn der letzte Heiligenschein? Ach komm schon, ich will doch nur den Heiligenschein. Okay. Sicherheitshalber noch ein paar Leben mit. Oder habe ich mehr Fragmente? Nee. Drei brauchen wir. Wir haben zwei. Hätte sein können, dass wir vielleicht schon einen aufgesammelt haben und da liegt irgendwo rum der Heiligenschein und wir finden ihn nicht mehr. Ah, jetzt können wir aufsammeln. Also wie es aussieht, nichts hier Heiligenschein mehr. Hey, der Heiligenschein wird uns beim Bossfighten vielleicht sogar noch helfen. Müssen wir gucken. Aber aktuell würde ich sagen, nur, weil wir ihn nicht kriegen. Ja, Schaden nehmen wollte ich nicht. Danke, Spiel. Wir machen nicht genug. Ich sollte als nächstes den Damage unserer Sense erhöhen. Beschwörungsschaden, bam, 30% höher. Jetzt ist die ernstzunehmende Damage auf jeden Fall ein bisschen ernster. Und wir versuchen schön weiter so viel XP zu sammeln, wie wir können, damit wir den Heiligenschein vielleicht noch kriegen. Heiligenschein. Und da ist er. Euer Rate und Nachladegeschwindigkeit. Wunderbar. Au. Ach ja, wir kriegen ja 2 Damage von den Viechern jetzt. Das heißt, wir sind jetzt ziemlich close vor dem Tod. Und das so knapp vor dem Bossfight. Das ist jetzt ärgerlich.
Aber es kommen jetzt da keine neuen und das ist nur einer, so wie es aussieht. Okay, kriegen wir den alleine? Sieht aus, als ob wir ihn easy kiten könnten. Jeder unserer vier Pfeile trifft ihn für 150 Schaden ungefähr. Und wir haben ihn, oh mein Gott, ein verdammter Krampf, 2 Stunden lang. Mein Gott, bis zum nächsten Mal.